Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light mit Kalen. Den Dekontaminierungsprozess durchführen, um die Türen zu entriegeln. Ja, das erfordert maximale Energiezufuhr und dafür brauchen wir die Generatoren. Begeben Sie sich zu den Büros. Dort erhalten Sie weitere Instruktionen von mir. Okay, ich kümmere mich. Zero und ich wurden von einem GRE-Agenten in Sicherheit gebracht. Er war Ihnen sehr ähnlich. Okay. Jetzt müssen wir wieder raus. Ja. Der Agent, der uns geholfen hatte, sollte gemeinsam mit uns evakuiert werden. Und das hat letzten Endes nicht geklappt. Und Zero und ich saßen hier fest. Seien Sie von hier an besonders vorsichtig. Dieser Teil der Einrichtung wimmelt wahrscheinlich nur so von Infizierten. Ich wurde von den beiden getrennt, konnte es aber bis hier in die Klinik schaffen. Achtung, ich öffne die Tür. Ah ja, okay. Oh. Und... Läuft. Zero und der Agent schlossen sich Bracken an, was ich auch getan hätte, aber ich hätte es nie zu ihnen geschafft. Ach, es tut mir leid, aber der einzige Weg in den Generatorenraum führt durch die Lüftungsschächte. Die Schächte führen zum Vorratsraum. Von dort können Sie den Flur und dann die Generatoren erreichen. Hier hinten ist noch eine Tasche und eine Kiste. Mhm. Schön. Oh, ich höre ihn schon blubbern, den explodierenden. Mhm. Ja dann. Gut. Ich wollte eigentlich eine Axt werfen und mich nicht reinhucken, aber... Hat funktioniert. Ja. Die alle erledigt. Sieht gut aus. Jo. Hier ist noch eine Kiste auch. Cool, cool. Halt, ich nenne das jetzt eine Box, weil eine Kiste ist es ja nicht. Ja, ja. Werkzeugbox. Ah, hier oben wahrscheinlich wieder durch. Oh. Ja. Der Half-Life-Simulator. Half-Life. Ah, hier sind wir. Mhm. Hier wollte ich vorhin hoch, aber das ging halt nicht. Warst zu ungeduldig. Ja. Ah, okay, hier kommt man in eine Lagerhalle. Ist das eine Sackgasse? Ja. Okay, dann müssen wir tatsächlich hier hin. Ah. Der sieht einladend aus. Kann man da nicht irgendwas mit Feuer hinschmeißen? Hast du irgendwas mit Feuer gerade? Ich glaube, Molotow könnte ich machen. Molly! Warte mal, da hinten. Ne, bringt glaube ich nicht so viel. Oh. Einfach nur um ihn geworfen zu haben. Hm. Okay, wir sollten nicht ins Gas rein. Toll. Setze mal zu. Ja. Aber hier ist noch eine Box. Mit nichts drin. Bei mir ist eine Schnur. Haha. Hinter dem Gabelstapler ist, da oben ist ein Durchgang hinter den Boxen. Tatsächlich? Ah ja, stimmt. Dann müssen wir halt den Gabelstapler erstmal runterholen. Ja, genau. Das lasse ich dich machen. Möb. Komm, kletter da hoch. Ich glaube, da wird zwischen Entity und Objekt geswitcht. Ja. Oder beziehungsweise einem massiven Ding. So. Ich schnapp mir dich und. Achtung, geh ein Stück zurück. Jetzt drauf.
Okay, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich wollte, dass es funktioniert. Sehr schön. Als ob dich das erwischt hat. Ja, ja. Die Sache mit den Gabelstaplern. Hinten ist noch einer. Was haben wir hier Schönes drin? Ach, guck mal, Kaffee. Aber jetzt brauchen wir ihn nicht mehr so dringend. Hier ja. Ist auch noch eine Box. Batterie und Klinge für mich. Ja, Nägel und Klinge. Das hört sich auch hört sich an wie so ein Buch irgendwie. Die Sache mit dem Gabelstapler. Oh, die dicke. Hier konnte ich eine Tür aufmachen gerade. Eine rote. Autsch. Ah, okay. Das ist die Tür. Ist noch eine Box. Ja, das hat sich, glaube ich, gelohnt. Ich frage mich ja echt, wie die fressen können mit dem ABC-Schutzanzug. Ich glaube tatsächlich, dass sie gar nicht fressen, eher nur die Bewegung machen und dann die ganze Zeit gegen den Kunststoff hauen, mit dem Kopf. Zumindest könnte ich mir das so gut vorstellen. Stimmt, die sind ja so ein bisschen instinktgesteuert. Oder wie man es in Fachkreisen sagt, dumm. Ja. Okay. Ich wollte nur wissen, ob man das aufschießen kann. Es geht, by the way. Mhm. Ob es da drüben noch, oder? Der geht. Der geht. Gute Arbeit. So, gehen Sie zurück zur Dekontaminierungskammer. Ist noch eine Kiste mit Kaffee und selbst wenn die Evakuierung fehlgeschlagen wäre, hätte Zira Haran nicht verlassen. Er und der Agent waren entschlossen, den Überlebenden zu helfen. Okay. Dann zur Kontaminierungskammer. Mhm. Ja, stimmt, die hatten wir, waren wir vorhin auf der anderen Seite. Genau. Darüber? Bin mir nicht sicher. Nein, glaub nicht. Nee, doch, hier. Oh, drücken Sie den Knopf an der Tür, um den Prozess zu initiieren. Oh, drücken Sie den Knopf an der Tür, um den Prozess zu initiieren. Ja, ja. Los, kontaminiert, ihr Sau Schweine. Das möchte ich sowieso wissen, was da jetzt genau passiert. Vor allem, warum das passiert. Ja, wahrscheinlich ist es irgendwas, was halt diesen Virus abtötet. Oder die Gehirnzellen. Ja, bei einer Dekontaminierungskammer? Das würde ja. Das ist halt die Frage, was die da reingeleitet haben. Oh, stimmt, die könnten das ja verändert haben, ne? Ja. Gut, jetzt ist der Weg frei. Ich würde in meinem Leben echt gerne mal durch eine Dekontaminierungskammer durchgehen. Ja. Halt jetzt nicht, weil ich irgendwie... Ich fühle mich so schmutzig. So. Nee, einfach mal wirklich nur wissen, wie das ist. Mhm. Ist noch eine Tasche, die bei mir leer ist. Mir auch. $8. Wechsle wieder auf das Wäffchen. Crane, endlich treffen wir uns. Nun, haben Sie mir die Gewebeproben mitgebracht?
Doktor, darf ich Ihnen was zeigen? Nein. Einen Moment. Alles klar, das schalten wir ein. Wird ein bisschen dauern. So, was sagten Sie, wollen Sie von mir? Hey, das ist er. Das ist der GRE-Agent, von dem ich sprach. Wie war gleich sein Name? Amir. Ja, genau. Amir Goreshi. Wie kommen Sie denn an sein Foto? Wir hatten eine gemeinsame Freundin. Die Proben sind noch brauchbar. Sehr gut. Mit ein bisschen Glück ist Ihr Besuch hier nicht umsonst gewesen. Apropos, wo sind die restlichen Daten? Zira hatte doch zwei Pakete vorbereitet, oder? Darüber reden wir später. Jetzt steht erstmal ein kleiner Schlagabtausch mit dem GRE an. GRE? Crane, bei denen müssen Sie vorsichtig sein. Ihr Image ist eine einzige riesige Lüge. Das sind skrupellose, verlogene Bastarde. Natürlich, Doktor. Und danke. Ich melde mich. Kriegen wir hin. Die Synchronstimme passt halt mal richtig gut zu Dr. Campton. Hm. Das stimmt. Das wäre jetzt nicht immer hier der Fall gewesen, aber... Ja, das stimmt. Aber bei ihm passt sie halt echt sehr gut. Ja. Ich glaube, hier dürfen wir nichts klauen. Nee. Ich habe auch schon geguckt. Ich meine, wir dürfen hier nichts borgen. Wir klauen doch nicht. Wir waren hier schon überall drinnen normalerweise. Ja. Warte mal, da habe ich ein Plastikteil übersehen. Ich lauf nochmal mit der Sicht drüber. Oh, eine Box. Ah ja. Vielleicht haben wir doch was übersehen. Ein bisschen. Ein bisschen Verlust ist halt immer. Mich würde es eh wundern, wenn man in dem Spiel irgendwie alles mitkriegt. Ja, ja, beim ersten Mal. Warte mal. Oh, okay, Doch nicht. Passt schon. Ich habe Camden getroffen. Er hat Sarahs Gewebeproben untersucht. Die Frage war nur, ob man bei der Doppeltür vielleicht durch konnte. Da vorne. Ja. Aber ich glaube nicht. Ja, ich glaube, das war sicher. Also, soweit was zu war. Ich sage es nochmal. Seien Sie bei diesen Kerlen vom GRE extrem vorsichtig. Die werden Sie über den Tisch ziehen, wenn Sie die Gelegenheit dazu bekommen. Weiß ich, Doktor. Ich werde aufpassen. Aber ich muss rausfinden, wie die Dinge liegen. So. Das war tatsächlich ganz schön knapp gerade. Ich glaube, ich sollte den Haken permanent ausgerüstet lassen. Ja, ja. Hat so seine Vorteile. Ich habe nämlich jetzt kurz die UV-Lampe eingeschalten. Mhm. Aber ich denke mir, die brauche ich jetzt gerade eh nicht. Ja, wir sind ja, glaube ich, schnell genug. Ja, erstens das und stark genug sind wir jetzt auch schon. Ja. Das stimmt. Oh. Wir können hier was abholen. Ja. Wasser 2-0. Okay. Cool. Da unten gibt's eine neue Quest drinnen. Ah ja. Ich glaube, das war hier, oder? Ja. Vielleicht auch eine Sammelmission, aber. Ja, genau, schauen können wir ja mal. Willst du handeln? Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Sammelmission, oder? Hast du das gehört? Warum dreht jemand die Musik so laut auf? Da hat einer echten Todeswunsch. Doch nicht. Können wir uns ja auch eventuell mal angucken. Jupp. Sonst noch was hier? Spike nur, der halt Stuff für uns hat. Aber sonst glaube ich nicht. Nee.
Oder ich glaube, wir kontaktieren erstmal den GIE, glaube ich. Da haben wir das nämlich erledigt und ja, stimmt. Das ist ja eh nur ein Telefonat. Eben. Dann gucken wir danach mal, wer hier Musik macht. Da. Wir müssen da lang. Jupp. Upsi! Meine Lieblingsfähigkeit in dem Spiel einfach. Ja. Ich sag's, glaube ich, jedes Mal, jede Aufnahmesession, und ich liebe sie halt wirklich. Ich glaube, der ist gerade da unten irgendwo draufgefallen. Oh, hier ganz oben ist eine Flagge. Mhm. Ja, tatsächlich, ich auch noch nicht. Dann schauen wir doch mal. Hm? Ja, ganz oben ist nichts. Ah, hier kann ich hoch. Kannst du auch mit dem Haken hoch? Ja, ja, der war aber gerade leer. Ah. Hier wäre eine Flagge. Ah, noch eins oben. Willst du zuerst anrufen oder? Ja, dann gucken wir es. Camden hat die Proben. Ich werde jetzt mit dem GRE sprechen. Und was wirst du denen sagen? Alles. Bis später, Troy. Hier ist Crane, hören Sie mich? Kyle Crane, ich weiß, du kannst mich hören. Reis. Wo bist du? Genau da, wo ich sein sollte. Auf der Spitze meines Turms. Er ist noch nicht ganz fertig, aber... Aber trotzdem ein Symbol des Chaos. Er steht für Entropie. Und dafür, was es heißt, sein eigener Herr zu sein. Ich werde dich töten. Für das, was du Jade angetan hast. Für alles. Du Schwein wirst sterben. Ich hätte gehofft, du würdest das so sehen. Wir zwei sind im Krieg. Einem Krieg gegensätzlicher Philosophien. Einem Krieg, um herauszufinden, wessen Witzig sich bewahrheitet. Komm, Crane. Fordere mich heraus. Wie heißt es so schön? Du traust dich ja doch nicht. Weißt du was? Vergiss es. Es gibt keinen Krieg. Nur deine kranken Ansichten. Fahr zur Hölle. Oh, nein, 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 nein. Das werde ich nicht tun. Ich werde Haran verlassen. Du musst wissen, ich habe dein Kommunikationsgerät dazu benutzt, eine Abmachung mit dem GRE zu treffen. Sie wissen, dass ich Seras Daten habe. Den Schlüssel zum Königreich nannten sie das. Ein Helikopter wird mich in Kürze hier herausholen. Stell dir nur vor, welchen Schaden ich jenseits dieser Mauern anrichten kann. Du willst mich doch nicht aufhalten. Du kranker Hurensohn! Das ist es, was ich hören wollte. Komm und finde mich, Crane. Lass es uns zu Ende bringen. Ja, wenn's sein muss. So, den Überlebensrang gönne ich mir noch gerade schnell. Und die Flagge. Ja. Denke ich mir. Gruß aus Belfast, okay. Ah, hier ist noch ein Entwurf. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Hui. Ja, ich muss auch mal gucken, wie ich jetzt am sinnvollsten da hochkomme. Rückwärts runterspringen und dann Haken hoch. Ja. Zumindest so hab's ich gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt am sinnvollsten ist, aber es funktioniert. Hallo, Flagge. Genau. Das ist jetzt die letzte Genau, Mission. Das ist ja jetzt die letzte Mission. Dann machen wir vorher die Nebenmission noch. Dann kriegen wir sie heute doch noch durch. Auch relativ schnell. Dritte Folge, glaube ich, ist es jetzt heute. Genau. Die Sache mit dem Glauben. So, die Musik kommt von da unten wohl irgendwo.
Boah, das Wasser da unten ist richtig blutig. Ja. Und hat einfach nur eine unvorteilhafte Beleuchtung. Der war noch beweglich. Am Leben wäre ja ein bisschen komisch. Noch ein Entwurf. Jetzt werden sie dir nachgeworfen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aus dem Entwurf wird ein Nachwurf. Hi. Eine sehr treffende Beschreibung. Ja, immer doch. Heilrutsche! Juhu! Na gut, dann können wir mal die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.